Hallo Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch 3. Das mit diesem Offscreen-Zeug, da funktioniert nicht so richtig und deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter. Ich würde sagen, der Oni-Piratenkönig, das machen wir als nächstes. Eine Bitte von Herrn Gargaros, den wir auch schon besiegt haben. Etwas Schreckliches passiert in der Schreckenszeit. Da müssen wir wohl helfen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wieder mit der Schreckenszeit, ugh. Muss das sein? Na nun, diese Bitte stammt von niemand geringerem als den erhabenen Gargaros. Oh mein Gott, wirklich? Juhu, Gargaros, Usabion! Machst du Witz? Was zum Himmel? Eine Bitte von Gargaros wird garantiert all unsere Kraft fordern. All unsere Kraft? Ja, ich brenn drauf! Soll was tun? Was zum Himmel? Er bittet darum, jemanden zu suchen. Verflixt nochmal, das klingt aber nicht besonders fordernd. Wappiwapp, erzähl uns bitte mehr über diese Bitte. Du musst Gargaros selbst fragen, du findest ihn, in der Schreckenszeit. Dort müssen wir hin, um ihn zu finden. Ja, gut. Die kommt jetzt zufällig, oder wie? Verstehe. Also, wir müssen darauf warten, dass die Schreckenszeit startet. Sollte nicht zu lange dauern, oder? Wovon zum Himmel redest du? Wir müssen jetzt geduldig sein. Oh. Das klingt gut. Flix doch mal, das war richtig schnell. Ja, das ist doch gut. Okay, Schreckenszeit. Ich meine, mittlerweile bin ich stark genug, um auch Gargaros zu besiegen, wenn er mal da ist. Aber warten wir mal ab, was wir tun sollen. Oh. Gott, der Typ macht mir immer noch ein bisschen Angst. Du annehmen, Gargaros, bitte. Machst du Witze? Machst du Witze? Gargaros. Was geht? Gargaros. Was? Gargaros? Kleine Menschen, nicht ernst. Verflixt nochmal. Erklär uns deine Bitte, ganz detailliert. Ihr jemanden finden, bitte. Oni-König finden. Oh, es gibt einen Oni-König? Ja. Lange her, König viele Oni angeführt. Piratenkönig, Herrscher der Meere. Aber König weg. Oni sehen König nie. Verstehe. Eli, vielleicht sollten wir diesmal nicht. Was, König der Oni? Wahnsinn! Dann wollen wir diesen König der Oni nochmal finden. Mist. Wir sind unaufhaltsam. Ja, aber wo genau wollt ihr jetzt hingehen? Na, jetzt spielen! Hä? Ich bin weit gekommen. Wir es jetzt spielen. Soll was tun? Was zum Himmel, er meint aber nicht wirklich. Meint er verstecken? Ja, verstecken. Ja, spielen wir. So wie immer. Hab's dir doch Warum bist du so verflucht aufgeregt? Was? Warum muss ich das jetzt machen? Oh, da kommt irgend so ein Vieh, das ultra weit sehen kann. Warum kann ich nicht da hochgehen? Oh, da ist das Ding. Oh, der Typ da hat einen Schlüssel, oder? Ja, fantastisch. Okay, da bin ich schon mal. Die Seitengasse rein kann ich nicht. Oh nein. Er geht da weg! Soll ich ihm jetzt den Schlüssel abluchsen? Ja, toll. Ja, aber... Das ist doch jetzt dumm. Ja gut, dann bekämpfe ich dich eben, mein Gott. Was soll denn das? Was soll denn das? Ich kann dir vermutlich nichts zu essen geben, nein. Ja gut, wenn das so ist, versuchen wir mal zu starten. Warum auch nicht? Vielleicht müssen wir ihn sogar bekämpfen, deswegen Level 50. Das kann sein. Na? Oh, ich muss ihn bewegen. Das ist ja völlig okay. Das war ein guter Treffer. Na? Alter! Das war Damage! Aber gut, jetzt ist Alpina drin. Das, ist eigentlich genau das, was ich wollte. Gilgross-Attacke. Dann wechseln wir.
nächste Ulti-Seal ist dann wieder von Camellia. Ja, auf meine Yokais auszuwechseln, du Haufen Scheiße. Danke. Mein Gott. Okay, kein Problem. Nee, das denken wir locker aus. Dieser Kampf ist schon so gut wie gewonnen. So, dann Camellia zurückziehen und Dämona. Wir machen nicht so viel Schaden, sehe ich gerade. Aber er uns auch nicht. Und das ist die Hauptsache. Oh oh. Dämona. Du musst da weggehen. So schnell wie möglich. Geh mal darüber. Danke. In der Zwischenzeit könnte ich mal jemanden heilen. Oh, Kosmos-Kringel. Und so ist das gut. Keine Ahnung. Hühnercurry. Warum nicht? Geben wir das. Ja, Putzemon. Und Knacks. Oh nein, er hat uns verschoben. Das ist nicht cool. Oh oh. Nee, die stehen jetzt so, wie sie da sind. Das ist gar nicht. Warum? Zur Hölle? Macht er das? Erstmal wieder hier. Stellt euch mal dahin, wo ihr solltet. So. Da möchte ich kurz das machen. Gut, Ziel von Robonian. Dann ist unser Strahler auch wieder soweit. Ja, nee, der macht uns gar nichts. Der macht uns kein Damage. Dem müssen wir uns gar nicht wirklich in Acht nehmen. Wobei, ja, warten wir es ab. Den Blauen haben wir ja ganz knapp besiegen können. Aber jetzt hier den. Da machen wir. So. Nein, jetzt. Oh, jetzt wird die Medaille wieder schneller. Natürlich nicht hoch. Ja gut, ein bisschen Damage machen wir ja. Aber ich glaube, Robusta wäre trotzdem besser gewesen. Treffen bitte. Ja, nie. Ein bisschen Damage gemacht. Das reicht. Das reicht. So, Putzemann, wie sieht's aus? Bist du bald wieder bereit, um anzugreifen? Ich glaube ja. Viel fehlt nicht mehr. Ich habe gerade die Zeit, um mit Alpina Ulti-Seal einzusetzen. Das muss sie auch ein bisschen trainieren, oder? Und sie muss auch gleich wieder dieses blaue Feld da gehen. Sonst gibt es ein Problem für uns. Das heißt für uns, für Alpina. So, das war gut. Verzeihung. Danke. Oh, Irrlicht? Obwohl ich das. Kriege ich das Irrlicht noch? Das wäre fantastisch. Ich glaube irgendwie nicht mehr. Irgendwie haben wir gerade kein Bild mehr. Moment. Jetzt haben wir wieder ein Bild. Was war das gerade? Nicht die geringste Ahnung. So, stellt euch mal hier hin. Ich hoffe, das Bild war nicht zu lange weg. So, wächst wieder aus. Autsch. Was sag ich? Autsch, es geht ja. Aber nicht, dass ich jetzt so eine Schreckenszeit quasi überleben muss, oder? Ansonsten wird das wieder lange dauern. Oh, Putzemann ist wieder da. Perfekt. Gargaros, du wählst nicht gerade passend aus. Wobei, oh doch. Alpina ist weg. Dann holen wir Camellia halt wieder. Damit sie ein bisschen Heilung durchbringen kann. Ein einziges Mal. Wobei, wir haben es nicht mal nötig, aber trotzdem. Vorsichtig ist die Mutter der Yokai-Kiste, ne? Pflege ich immer zu sagen. Wie, das habe ich nie gesagt zuvor. Das sage ich jeden Tag. Mindestens 5 Mal. Ihr hört mir einfach nicht zu, das ist alles. Na komm, wir haben ihn gleich. Ich hoffe, das reicht. Wir müssen ihn einfach nur besiegen. So, Dämona, du gehst dahin. So. Dann, Putzemann, komm du wieder. Prügelt jetzt die Scheiße aus ihm raus und dann war's das. Ah, lächerlich. So, das war's. Was nun, Gargaros, hä? Was nun? Auf jeden Fall gute Erfahrungspunkte. Jetzt bin ich gespannt. Oh, sie sind... Oh, so funktioniert das jetzt. Die sind alle weg. Die sind alle weg. Ha! Gut zu wissen. Ja.
Ja, Usabe hat's gesagt. Dann kann ich jetzt die ganze Scheiße hier aufsammeln. Ha. Wer weiß, was sie da rauskriegen können. Ich kann ihn also besiegen und dann kriege ich den Schlüssel ebenfalls. Das ist gut zu wissen. Das hat wirklich gut zu wissen. Ha. So lohnt sich das ja dann auch. Oh, unten. Ich wünschte, ich könnte mir die Zombie-Nacht so leicht machen. Wo ist noch so ein rotes Teil? Da vorne. Holen wir uns auch noch. Wow, dann haben wir den vollen Unimaten da. Vielleicht muss ich das jetzt auch alles sammeln. Damit ich irgendwie... ja, den Unikönig bekomme. Aus diesem Unimaten da. Alles möglich. In diesem Spiel alles möglich. So, da sind wir. Schloss geöffnet. Und... Tür geöffnet. Ja, mit Bravour entkommen. Oh, das Bild werdet ihr sonst nie wieder sehen bei mir. Nie wieder. Oh, seht ihr die drei Yokais da oben? Oh, einen davon hätte ich gerne. So, wir sind gespannt. Goldene Kapsel. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Dafür habe ich jetzt mir den Arsch aufgerissen. Wow, dieses Versteckspiel war echt schonungslos. Kein Scherz, er weiß wohl nicht, dass das ein Spiel sein soll. Nun, jetzt sind wir gut aufgewärmt. Dann wollen wir den Oni-König mal suchen. Oni-König? König der Oni? Wie sollen wir ihn verflucht nochmal finden, hä? So weit habe ich noch nie gedacht. Wir brauchen jemanden, der alles weiß. Wenn das so ist, dann müsst ihr wohl oder übel Steve Jaws von der Juppel GmbH fragen. Gute Idee, Usapion. Oh Mann. Okay, dann wollen wir mal zu Juppel GmbH gehen. Ja gut, dann machen wir das. Aber das war jetzt ein Witz, diesen Preis da. Ernsthaft, das war jetzt wirklich ein Witz. Oh, Trophäe verdient. Warum? Will ich sehen, was? Ja, wir haben erst 21%, das ist ja nix. Da. Den Yokai-Strahler 100 Mal abgefeuert. Oh. Heißt nicht so die tolle Errungenschaft, ne? Geht. Okay. Yo, Steve. Was geht? Wir brauchen nur eine Info. Dann sind wir auch gleich wieder weg. Ich hoffe, der ist da. Ist er? Steve Jaws? Oh, ihr seid es. Was macht ihr denn hier? Sie müssen etwas für uns herausfinden. Ja, wir brauchen Ihre Hilfe, um alles über den Oni-König herauszufinden. Er war früher als Piratenkönig bekannt und hat Unmengen Oni angeführt. Der König der Oni also? Verstehe. Ich werde meine Leute bitten, sich das anzusaugen. Oni-König oder König der Oni? Entscheidet euch endlich, ihr beiden! Spielt doch keine Rolle, Usapion. Oh, wir müssen warten. Hallo. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Aber hier sind vielversprechende Daten. Lass hören. Ja, ich hab Gänsehaut vor Aufregung. Seht ihn euch an. Der Oni-König ist bekannt unter dem Namen Barbossos. Barbossos? Wow, klingt wie ein echter Pirat. Durchaus. Er besucht scheinbar häufig das Tempura-Restaurant in New Yokai City. Vielen Dank, Herr Jaws. Das habe ich gern gemacht. Es war nicht besonders schwierig. Worauf warten wir? Auf dem Restaurant Tempura-Trance in New Yokai City. Ja gut, da gehen wir jetzt halt als nächstes hin. Ist ja in Ordnung. Warum auch nicht? Geh dahin und geh dorthin. Ich meine, kann man machen, muss man aber nicht. Und Flederlein, lass stecken. Wir benutzen den schnelleren Weg. So, und nun wieder die coole Musik. Oh, wir sind aber richtig. Auf der Karte sehe ich schon den Pfeil dahin. So, da sind wir auch schon. Hallo? Ist hier ein Oni-König da? Okay. Ah,
Also, hier kommt Barbossos so oft her. Ja, aber heute ist er nicht hier. Wir sind Detektive. Beobachten wir das Restaurant, bis er hier ist. Ja, wenn das so leicht wäre, den zu finden, warum hat das Gargaros nicht auch so gemacht? Ich meine ja nur. Soll was tun? Ailey, dort, schau! Wenn das mal kein Oni-König ist, dann weiß ich auch nicht. Moment, ist das nicht... Das ist doch Barbossos, oder? Steve Jaws' Info scheint ja genau zu stimmen. Demona, was machst du denn da? Du gehörst zu uns. Oh, wer ist das Mädchen bei ihm? Das ist Demona, sehe ich doch. Warum ist jetzt genau Demona da? Ist das die neue Königin oder so? Oh, die Prinzessin. Prinzessin, übertrifft dieses Tempura nicht alle Schätze der sieben Weltmeere? Dieses hier? Naja. Mein Fehler. Ah, bei meinem Dreispitz. Oh nein! Oh mein Gott, die Luft könnte man schneiden. Ja. Verflixt nochmal, da stimmt das nicht. Wir sollten mit ihnen reden. Hallo, Demona. Kann ich etwas für dich tun, ne? Sagen wir es halt dem da. Was? Das ist Barbossos. Ja, und wer seid ihr, ihr Landratten? Ich bin Hayley und dieses, diese Landratte hier ist Usabion. Ja. Verflixt, ich bin keine Landratte. Wir sind Rätseldetektive, klar? Ja. Detektive? Was soll dieses Landrattenwort bedeuten? Die Dame in ihrer Begleitung sieht nicht besonders glücklich aus. Gibt es irgendein Problem? Mein Fehler. Aber bei meinem Dreispitz. Du hast aber ein scharfes Auge. Ja, was ist jetzt das Problem, bitte? Ist sie eventuell ihre, Sie ist meine einzige Tochter, Demona. Durch und durch eine Prinzessin. Ja. Die Prinzessin scheint recht unterkühlt zu sein. Echt? Na, verstehe. Daher die frostige Atmosphäre. Ja. Ich hätte sie damals erleben sollen. Sie war verspielt wie der Wind. Damals ist dann, etwas passiert. Mein Fehler. Ja, ich nehme es an, aber ich weiß es nicht. Vielleicht war es eine Krankheit. In dieser Stimmung können wir ihn nicht zu Gargaros Bitte befragen. Wir müssen ihm wohl helfen, auch wenn er uns Landratten genannt hat. Okay. Wir sollten zuerst mit der Prinzessin reden. Lass doch deine Yokais mit ihr reden. Ich meine, wir haben mittlerweile sogar zwei Dämonas. Ich meine ja nur. Schau, da ist Demona. Ich halte es nicht mehr aus. Was denn? Demona? Oha. Diese wunderbare Textur. Oh, köstlich. Demona? Jeder einzelne Bissen davon ist vorzüglich. Ah, welch ein Segen. Hey, was ist aus der eisigen, gefühllosen Prinzessin geworden, hä? Warum? Ihr habt mich beobachtet. Was zum Himmel? Das Gesicht gerade zeigt auf jeden Fall Gefühle. Es hilft nichts. Wenn ich nicht so bin, redet mein Vater überhaupt nicht mit mir. Er redet noch nicht einmal mit dir. Er ist der König der Oni. Immer unterwegs, auf den schrecklichsten Raubzügen. Für mich, seine einzige Tochter, hat er nie Zeit. Wenn ich Eiskönigin spiele, schenkt er mir aber seine ganze Aufmerksamkeit. Oh mein Gott, ich verstehe. Wenn mein Vater das aber herausfindet, wird er mich sicher wieder ignorieren. Warum? Ihr dürft es ihm nicht erzählen. Seine Prinzessin muss die Eiskönigin bleiben. Oh, das ist verzwickt. Dämonen ist wirklich in der Zwickmühle. Mist. Aber dass sich Barbossos deshalb Sorgen machen muss, ist auch nicht gerecht. Deshalb können wir auch nicht einfach losmarschieren und es ihm sagen. Andererseits, von sich aus wird sie es ihm nie sagen. Es wird sich nichts ändern, solange sie ihr wahres Gesicht ihm nicht zeigt. Genau, Sabion, du bist ein Genie. Müssen sie dazu bringen, es zu zeigen. Soll was tun? Was? Ich ein Genie? Verstehe, na dann fangen wir an. Verflixt nochmal. Mit was denn? Das wäre also entschieden. Dann lass uns jetzt mit Barbossos reden. Vor dem Laden, ja rein, raus, rein, raus.
Abbasos, Eure Majestät, wir hatten uns etwas überlegt, um Ihrer Tochter die Lebensfreude zurückzugeben. Ja! Oh, ja, bei meinem Dreispitz! Diese Nachricht erwärmt mein runzliges Herz. Wir werden sie so verängstigen, dass sie ihre alte Glückseligkeit wiedererlangt. Es ist ein simpler Plan, dem ich den Seebären aus ihnen rausreschen werde. Das wird schwierig für mich, also würden Sie das zulassen, Majestät? Ja. Der Kampf muss aber echt wirken, wenn wir Dämonen täuschen wollen. Also König Barbossos, Sie müssen uns im Kampf sanft behandeln, okay? Prinzessin! Na, denkt ihr wirklich, dass das funktionieren wird? Ja, möglicherweise. Einiges Kanonenruhe, möglicherweise. Wenn Barbossos, der fieseste aller Oni, vor ihren Augen schlagen wird, dann wird der Schock all ihre Gefühle in einem Schwung zurückbringen. Ja, verstehe, nicht gerade der beste Plan, aber lass es uns probieren. Gut, wir werden uns verkleiden und dann rücken wir Dämonen auf die Pelle. Dann tauchen Sie auf, Eure Majestät, werden wüten und starten einen Kampf. So der Plan. Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich habe meine Yokai geheilt. Ja, ich glaube, ich bin bereit. Dämona? Komm doch bitte mal raus, ja? Ich möchte dir was zeigen. Oh, jetzt... das ist scheiß Detektivverkleidung. Okay. Diese Verkleidungen sind so cool. Auf, alles oder nix. Ja, du da! Warum? Wer seid ihr denn, hä? Aber hallo, wen haben wir denn da? Lächelt doch mal für uns, Kleines. Ja, ihr räudigen Köter, wollt also meine einzige Tochter belästigen? Krümmt ihr einer, geht ja über die Planke in ein kaltes, nasses Grab. Ja, wer bist du, hä? Komm doch, wenn du dich wie so stark hältst. Das schreit nach einem Kampf. Ihr dummen Zöhlen, euch werde ich Manieren beibringen. Oh, ich hoffe, der hält sich wirklich zurück. Ich glaube, der wird ein bisschen problematischer sein als Gargaros. Er hat eine Blitzschwäche. Habe ich einen Blitz-Yokai dabei? Vermutlich nicht und ich kann ihm auch nichts geben. Wenn ich raten müsste... irgendwas verschwenden möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Wir starten mit... Shit, nicht so gut. Wir starten so, würde ich sagen. Versuchen wir direkt mit Ultramonian die Ulti-Seele. Okay, er macht nicht so viel Damage. Liegt das daran, dass er sich zurückhält, oder? Dass er... Ne, ihr wisst schon. So, das war in Ordnung. Dann... Butzemon. Deine Runde. Was ist das? Was steht auf unseren Yokais? Eine Kanone. Die zielt auf Gilgaros. Da bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Machen wir so. Machen wir so. Ja, die Kanone, die zielt dahin. Ist nicht mal entschieden, wo die hinschießt, oder was? Ah ne, er bereitet noch was vor. Als erst... kommt mal eine Strahlenkanone. Okay, wir suchen erstmal Herziger. Ich hoffe, damit kann ich umgehen. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Oh. Oh, große Kugeln. Ja, doch. Wenn sich die Medaille nicht so wirklich bewegt, komme ich damit klar. Ja, doch, das war immerhin okay. Dämona! Was? Ich hab sie doch da weggemacht. Au. Dämona heilen, auf jeden Fall. Wir brauchen sie. Oh, hier, mit so einem Bambusflossenteil. Perfekt. So. Alpina ist jetzt auch da. Diese scheiß Kanone da. So, jetzt ist sie weg. Kompass erscheint. Greift den zuerst an. Greift den zuerst an. Kann ich nicht. Nichts da.
Was soll der Scheiß da? Okay, Demona. Es wird Zeit. Ja, es passt irgendwie, dass Demona mein... Naja, eines meiner besten Yokais ist und in der Story kommt jetzt auch eine Demona. Weil die Kanone hat sich gedreht. Warum? Finde ich nicht so cool. Gut, wir wechseln mal auf Camellia. Wenn der Typ schon keiner Ultzell ausweicht, dann werden wir es nutzen. Nein, er hat... Hör jetzt mal auf, meine Yokais zu... auszutauschen. Ja, ist klar, Demona kann sich 19 Runden nicht mehr bewegen. Du gehst dahin, du gehst dahin. Gilgaros, du gehst in die Mitte. Dann kommt deine Ulti sehen. Ja, doch. Ich glaube, der hält sich zurück. Ich glaube wirklich, der hält sich zurück. Ohne Beschwörung. Wie bitte? Steht das ein scheiß zweiter Uni? Da bin ich nicht so ein Fan von. Den müssen wir irgendwie platt machen. Den müssen wir irgendwie platt machen. Der sieht irgendwie dumm aus. So klitzekleiner Uni da. Ja gut, da ist es gleich am Ende. Das trifft dich gut. Aufgewühlte See. Ist jetzt mal gut hier. Oh oh. Oh nein, Level 3 zerplatzen. Ich brauche Glück. Da, da, da. Also, kleine Uni ist weg. Dann hätte ich gerne das Irrlicht hier. Dankeschön. Und dich noch reinigen hier. Albina, würdest du bitte? Würdest du bitte ein bisschen reinigen? Das wäre nett, danke. So, dann wechseln wir Gilgaros wieder aus. Oh, was ist da? Oh nein. Putze man die Bomben. Zieh dich zurück, danke. Und nun deine Runde sehen. Seht ihr, der Typ hält sich wirklich zurück. Der kann nix. Oh, der wie dumm der Kleine aussieht. Na gut, dann werden wir halt den Strahler einsetzen. Ja, der Kleine ist schon wieder weg. Na gut, dann werden wir nicht den Strahler einsetzen. Wozu auch? Der Typ kann nix. Oh, der Mond war fantastisch. Tu es! Funkelchaos! Yeah, das ist Damage hier. Kanone viel. Na komm, wir haben keine Zeit mehr. Wir setzen doch den Strahler ein. Verkackte Bombe. So. Zapf habe ich schon lange nicht mehr versucht. War das dieser Boxhandschuh da oder so? Oh, komm. Du kannst nix. Weil ich glaube, du könntest mehr, aber... Na? Hier, der blaue Typ da, der war gefährlicher als der hier. Wie, das war es noch nicht. Oh, oh. Geh da weg. Du, es macht ihn alle. Die Kanone kann mir gar nichts. Kann ich nochmal ihre Ultisell versuchen? Nee, kann ich nicht mehr. So, das war's. Der Part dauert wieder sehr lange. Ohne, dass wir wirklich was gemacht haben. So. Sehr schön, sehr schön. Kommt alles gut. Schlabberzähle. Warum bekomme ich jetzt eine Seele von dem? Oh, ist das die Seele, die wir vielleicht benötigen für die Fieser-Yokai? Das kann alles sein. Ah. Für Vater! Ergib dich! Hier, schlagt ihn noch einmal und ich werde euch nie verzeihen. Soll was tun? Was im Himmel machen wir jetzt? Wir haben Dämonen bis aufs Blut gereizt. Oh mein Gott, das war erfolgreich als geplant. Macht euch bereit. Prinzessin! Ja, zerbrich dir nicht deinen süßen Kopf. Ich bin noch mehr als seetüchtig. Aber Töchterchen, ich hab dich schon lange nicht mehr so feurig gesehen. Warum? Nun, Vater, ich, ja. Aber heiliges Kanonenruhe, sind deine Gefühle zurückgekehrt? Töchterchen. Vater, vergib mir. Dieses Gehabe von wegen Eiskönigin war nur gespielt. Bei meinem Dreispitz, wieso hast du deinen Vater so angelogen, Prinzessin? Das ist alles nur deine Schuld, Pops. Nur so hast du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt. Werd jetzt bloß nicht hysterisch. Demona bedauert das sicher auch. Mein Fehler. Ah.
dass es dir gut geht, ist eine große Erleichterung, Prinzessin. Aber dein Vater bereut, dass er dich betrübt hat. Oh, Paps. Nicht wie geplant, du Sabion, aber Ende gut, alles gut. Verflixt nochmal, mir persönlich war das zu knapp. So, haben wir es geschafft? Okay. Okay, dann zu unserem eigentlichen Anliegen. Eure Majestät? Nun, eigentlich bat uns Gargross, nach ihnen zu suchen. Die Uni wollen mich also aufsuchen, oder? Bei einem Dreispitzenkönig sollte sein Untertanen. Er soll sich seinen Untertanen noch zeigen. Eure Majestät, Sie wollen Dämonen jetzt aber nicht zurücklassen, oder? Ja, natürlich nicht. Meine Tochter kommt mit mir. Oh, Paps. Jeha. Du hättest deinem Vater natürlich auch gleich deine Gefühle erklären können. Ruhig jetzt. Du kannst meine Gefühle gar nicht verstehen. Aber ich bin euch zu Dank verpflichtet. Oh mein Gott, Dämonen ist uns dankbar. Sie versteht es aber auch, die Stimmung zu kippen. Verflixt doch mal. Oh, das war's schon. Wir müssen gar nicht weiter zu Gilgaros zurückkehren. Das trifft sich ja gut. Und noch mal ein paar Erfahrungspunkte. Oh, ein paar ist gut. Sehr viele. Und Armreif der Sonne. Das ist, glaube ich, ein gutes Item, oder? Wir werden es gleich ansehen. Nein. Toll. Nun gut. Wieder eine Quest abgeschlossen. Nee, zu denen gehe ich erst später. Leute, dann war das ein erfolgreicher Part, würde ich sagen. Wir gehen wieder zu unserer Detektei zurück. Und da holen wir uns das nächste Mal die nächste Bitte ab, okay? Aber erstmal noch speichern. Speichern, heilen meine ich. So. Man weiß ja nie. So. Level 50 war empfohlen, das haben wir locker geschafft. Also können wir ohne weitere Sorgen die nächste Quest annehmen. Aber nicht mehr heute, das war's für heute mit Yo-Kai Watch 3. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.